Dieses Weihnachten ist offiziell das schlimmste Weihnachten aller schlimmsten Weihnachtsfeste, die ich schon durchstehen musste. Punkt aus, keine Widerrede. Es ist schlichtweg einfach zum Kotzen. Seit ich denken kann, hat mein geliebter Herr Vater, euch Sterblichen besser bekannt als Sensenmann, versucht sich in seiner Weihnachtsstimmungstiefpunktfalle das Leben zu nehmen. Es war nervig. Jedes Jahr aufs Neue habe ich in diesem Irrenhaus die Krise bekommen. Aber natürlich war es ihm unmöglich zu sterben. Eigentlich. So eine verdammte Hexe hat es nämlich geschafft, einen Trank zu brauen, der ihn gerade lange genug sterblich macht, dass er sich wirklich töten kann. Dabei hat er nicht nur geschrien wie ein kleines Baby, sondern meine Halbschwester, und glaubt mir, dieses Verwandtschaftsverhältnis würde ich wirklich gerne bestreiten, und mich vollkommen allein zurückgelassen. Und wisst ihr, was besonders scheiße an diesem Umstand ist? Tja, dass ich jetzt seinen Job machen darf. Klingt im ersten Moment ja gar nicht schlecht, als unheilvoller Todbringer auftauchen, ein wenig die Sense schwingen und erbärmliche Sterbliche in ihren letzten Lebensminuten so richtig schön auslachen. Doch wenn ich gewusst hätte, was ich mir da die ganze Zeit für ein Geheule anhören muss, hätte ich mir gleich auch so ein Schlückchen vom Trank der Hexe genehmigt und mir eine Kugel verpasst. Gib mir doch eine Chance. Dazu kommt noch, dass ich einfach immer ohne Vorwarnung an den Ort teleportiert werde, an dem gerade irgendjemand den Löffel abgibt. Egal, was ich auch mache. Wisst ihr eigentlich, wie unpraktisch das ist? Nein, natürlich wisst ihr das nicht. Ich wusste das. Nein, du hältst jetzt die Schnauze. Du bist tot und Ende. Bitte nicht. Aber jetzt ist Schluss damit. Ein für alle Mal. Ich habe die Sense meines Vaters weggesperrt und seitdem habe ich endlich Ruhe. Wer jetzt die toten Säcke einsammelt? Keine Ahnung. Interessiert mich aber auch nicht. Ich habe mich nie für diesen Scheißjob beworben, also werde ich ihn auch nicht mehr machen. Oh Mann, wer kommt denn jetzt schon wieder? Wenn mir jetzt wieder jemand den Staubsauger andrehen will, dann bekomme ich die Krise. Leckerli! Hol's dir selber! Du! Hey! Du! Ja, das hatten wir schon. Du gehst deiner Arbeit als Sensemann nicht nach. Und weiter? Das ist deine oberste Pflicht als Tochter des Todes. Wenn du das nicht machst, dann liegen hier überall die Leichen rum. Weißt du eigentlich, wie das dann mieft? Und das sollte mich interessieren, weil... Weil ich dich in einen Menschen verwandeln werde, wenn du nicht endlich deinen Aufgaben nachkommst. Das wagst du nicht! Willst du es drauf anlegen? Verdammtes Arschloch! Wie war das? Verzückende Aussicht. Ich werde sofort mit der Arbeit anfangen. Arschloch. Sehr gut. Ich, der Todeskrampus, werde einige Tage hier bleiben und dich beaufsichtigen, damit du auch wirklich tust, was du versprichst. Was? Außerdem habe ich hier gar nichts versprochen. Ist das etwa ein Problem? Natürlich nicht. Leckerli? Was ist das denn? Mein Haustier. Und kann sie auch noch etwas anderes sagen? Nein, aber ich habe ihr Fass beigebracht. Sprechen wir über Gott. Fass. Was ist passiert? Oh nein. Oh nein. Okay, das wäre geschafft. Ach, komm schon. Wag es nicht. Wag es nicht, die auch noch anzuzünden. Es hat mich spottend angesehen. Das ist eine verdammte Couch.
Eine was? Eine Couch. Kennt man sowas bei euch denn nicht? Nein. Möbel? Nein. Das ist ein Scherz. Ich mache keine Scherze. Mittlerweile ist eine Woche vergangen, seit dieser selbsternannte Todeskrampus bei uns eingezogen ist. Und was soll ich sagen? Er hat sich als noch schlimmere Pfeife als mein Vater entpuppt. Und das ist echt eine Leistung. Ich kann hinter ihm herrennen, als wäre ich sein Babysitter. Wenn ich nicht will, dass er alles in meiner Umgebung anzündet und alles in Flammen aufgeht, inklusive mir. Spinnst du jetzt völlig? Aus welchem Loch auch immer er hervorgekrochen ist, er soll dorthin zurückgehen. Besser heute als morgen. Ich hasse diesen Job so sehr. Wer geht Ende Dezember bitte Tiefsee tauchen? Bist du Ewe? Mein Gott! Dein was? Ich erwürge dich, dich und diese verdammte Hexe, die meinem Vater ermöglicht hat zu sterben. Ich hänge euch kopfüber in meinem Keller auf und häute euch. Der macht das doch mit Absicht. Was für eine Hexe? Na, die, die ihm den Trank beschafft hat, der ihn sterblich gemacht hat. Er hat seinen Tod mit fremder Hilfe herbeigeführt? Ja, wie hätte er das denn sonst anstellen sollen, bitte? Oh, na das ändert natürlich alles. Es war mein persönliches Weihnachtswunder. Da die Hexe meinem Vater den Tod erst ermöglicht hatte, musste sie fortan seine Arbeit übernehmen. Und ich war mal sowas von aus dem Schneider. Endlich Freiheit, endlich machen, was ich möchte. Kein ihrer Typ mehr zu Hause, der unsere Möbel abfackelt, keine jammernden Menschen mehr, kein Teleportieren mehr. Plötzlich schien es auch gar nicht mehr so schlimm, mit Shelly zusammenleben zu müssen. Hin und wieder erweist sich so ein Schoßhündchen ja doch auch als praktisch. Wollen Sie Kekse kaufen? Was? Daran könnte ich mich dann doch gewöhnen. Eine Sache, die Menschen ganz gut gemacht haben. Endlich Ruhe in diesem Irrenhaus. Shelly! Sofort wieder in den Käfig mit dir! Ich hatte heute die Ehre, euch das 13. Türchen des diesjährigen Sims 3 Adventskalenders zu präsentieren. Ich hoffe, der kleine Kurzfilm rund um Familie Schauder hat euch gefallen. Es war ja indirekt auch eine Fortsetzung zum letzten Jahr, auch wenn der Film heute auch für sich alleine steht und man da keine Vorkenntnisse benötigt hat. Ich hoffe, mein Experiment hat euch auch dieses Mal wieder gefallen. Ich finde, es ist einfach so schräg, wenn Sim plötzlich eine Sprache spricht, die man verstehen kann. Aber ich dachte mir, ich habe das letztes Jahr schon gemacht, ich ziehe das auch weiterhin durch. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass ich wieder beim Adventskalender dabei sein durfte. Auch nochmal ein riesen Danke an das Team vom Sims 3 Discord und auch an Kjeld, dass er heute den tollen Todeskrampus für mich gesprochen hat. Falls ihr euch wundert, der Todeskrampus, der ist auf unserem Mist gewachsen, den gibt's nicht wirklich. Ich meine, es gibt zwar den Krampus, aber nicht den Todeskrampus. Dazu noch ganz kurz, ich wohne ja hier jetzt im Norden von Deutschland und da gibt's ja gar keinen Krampus. Und als ich Kjeld vom Krampus erzählt habe, ist das wohl irgendwie hängen geblieben. Er durfte seinen Charakter nämlich selbst benennen und dann ist es der Todeskrampus geworden. Aber gut, so viel dazu. Ich hoffe, wie gesagt, ja, dass euch der Kurzfilm gefallen hat. Und wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann verrate ich euch auch ein kleines Geheimnis, nämlich, dass es noch eine Post-Credit-Scene gibt. Weil ich super neugierig bin, wer bis jetzt dran geblieben ist, postet doch gern
einen Schokoladen-Emoji in euren Kommentar, damit ich weiß, wer die Post-Credit-Szene alles noch so gesehen hat. Und jetzt wünsche ich euch noch eine richtig, richtig schöne Weihnachtszeit. Habt dann auch ein schönes Weihnachtsfest und schöne Feiertage. Verbringt eine schöne Zeit mit eurer Familie. Wir sehen uns dann demnächst wieder auf diesem Kanal. Und wie immer gilt auch für dieses Video, nehmt mich einfach nicht allzu ernst. Ich tue das nämlich auch nicht. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Du bist jetzt besser der Höllenfürst persönlich, sonst wirst du diese Störung mit dem Leben bezahlen. Gute Neuigkeiten, Kleine. Ich darf jetzt bei dir wohnen, solange ich als Blut arbeite. Ist das nicht klasse? Wir werden eine kleine Familie werden. Habe ich dein Mitspracherecht? Nein. Ich hasse Weihnachten.